Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Beim letzten Mal haben wir uns mal angesehen, was die Entführer gemacht haben und wir haben festgestellt, dass sie wohl aus Versehen Carmilla entführt haben und dass Carmilla die Tochter von Jode ist und eine ziemlich traurige Vergangenheit hat. Die sind dann allerdings abgehauen und wir hatten keine Möglichkeit, ihr zu folgen. Deswegen stecken wir jetzt immer noch in Carmillas altem Haus fest und müssen gucken, dass wir den Justizminister trotzdem auf unsere Seite kriegen, indem wir ihm sagen, dass einfach die Entführer nicht seine Tochter haben. Sieht aus, als hätten die Entführer einen großen Fehler gemacht. Das Mädchen im Koffer ist Jodes Tochter, Carmilla, nicht die Tochter des Ministers. Als ich ins Büro des Justizministers zurückkehre, ist die Lage noch chaotischer. Der am Boden zerstörte Mann wird von einer hitzigen Kommissarin in die Mangel genommen. Ich erzähle Lynn, was ich über die Entführung herausfinden konnte, dass es nicht die Tochter des Ministers war, die entführt wurde. Dass die Entführer sich in Carmillas altem Haus verkrochen hatten und dass sie meine Gegenwart gespürt haben und wieder verschwunden sind. Aber Carmilla, warum haben sie Carmilla? Ihr Vater ist nicht der dumme alte Justizminister. Das dumme Alte ist aber nicht gerade höflich. Es scheint, als hätten die Entführer einen Fehler gemacht. Das arme Mädchen, entführt als Erpressung für die Hinrichtung des eigenen Vaters. Das ist zu viel. Ja, das Schicksal ist grausam. Und dann gibt es noch die beiden anderen Seltsamkeiten. Zum Beispiel, dass die Entführer sich in Carmillas altem Haus versteckt hatten. Das kann kein Zufall sein. Und dass sie meine Gegenwart gespürt haben. Sie scheinen von den Kräften der Toten zu wissen. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe es schon einmal gesagt, Frau Kommissarin. Bleiben Sie zurück. Wer kümmert sich in Zeiten wie diesen schon um Abstände? Schauen Sie, Herr Minister, es war nicht Ihre Tochter, die entführt wurde. Tun Sie nicht so, als hätten Sie mich nicht gehört. Wie kann ich an Sie glauben? Ich bin Realist. Bitte! Wenn Sie mir nicht glauben, dann überzeugen Sie sich selbst. Rufen Sie zu Hause an und... Ich hab's schon 100-mal versucht. Meine Frau geht einfach nicht ran. Sie geht nicht ran? Es ist kompliziert. Oh, warum muss das Leben nur so kompliziert sein? Aber wenn sie nicht ran geht, heißt das nicht, dass alles normal ist? Es ist kein Beweis. Und ich werde beobachtet. Ich kann die Polizei nicht zum Nachsehen schicken. Außerdem, wenn die Hinrichtung nicht heute Nacht stattfindet, wird die Geisel getötet. Also ist es egal, ob es meine Tochter ist oder nicht. Na, wohl recht hat schon. Woohoo! Das ist aber eine Zwangslage, Herr Minister. Eine Zwangslage! Das hört sich nach Cabanela an. Ja, er ist es. Hast du mich vermisst, Baby? Inspektor Cabanela. Da tanzt er wieder vor sie. Alter Poser. Ich habe einen kleinen Bericht für Sie, Herr Minister. Der entflohene Häftling wurde gefasst. Dachte, Sie wollten ihn sehen und da ist er. Was? Der hat Jode hier hingebracht? Ich dachte, er bringt ihn zurück in seine Zelle. Mit den Wachen. Kommissar Jode? Kommissar Jode, es tut mir so leid. Ich habe es versucht. Ich weiß, dass Sie unschuldig sind. Ich kann es nur nicht beweisen. Es tut mir so leid. Lynn. Bitte, entschuldige dich nicht bei mir. Ah, die wundervolle Liebe zwischen Lehrer und Schülerin. Mir kommen die Tränen. Na gut, schauen wir mal, was wir machen können. Sie haben es gewusst, oder Inspektor Cabanela? Dass die Hinrichtung heute sein sollte. Ich glaube nicht, dass ich dazu verpflichtet war, es dir zu sagen. Und Sie finden das in Ordnung? Sie wissen genauso gut wie ich, dass Kommissar Jode so etwas nie hätte tun können. Hahaha. Ach komm schon, Baby. Ich weiß nichts dergleichen. Hä?
Ich kenne nur zwei Dinge, die wahr sind. Nur zwei. Eins, er erhielt die Todesstrafe. Und zwei, er versuchte zu fliehen. Was soll ich tun, außer ihn einzubuchten, Baby? Wenn das so ist, warum haben sie ihn dann hierher gebracht? Was genau möchtest du denn damit sagen, junge Dame? Er ist aus dem Gefängnis geflohen. Warum bringen sie ihn nicht dorthin zurück? Ich glaube, sie haben ihn nur hierher gebracht, um mit ihrem Erfolg anzugeben. Richtig, Inspektor? Aus ihrer eigenen selbstsüchtigen Gründen. Also stimmen die Gerüchte über sie? Und dass sie sich nur um ihre makellose Bilanz scheren? Ist das wichtiger, als einen Freund zu retten? Jeder hat gewisse Prinzipien, mit denen er nicht brechen kann. Auch ich. Eines Tages wirst du das verstehen, Baby. Genug, Lynn. Aber Kommissar Jode. Ich bin ein Todeskandidat, der aus dem Gefängnis geflohen ist. Ich verdiene mein Schicksal. Aber... Okay. Gut, ich fürchte mal was... Also ich denke mal, was anderes als mit den Leuten hier reden, können wir erstmal nicht machen. Deswegen reden wir erstmal mit dem Minister. Vielleicht lässt er sich jetzt ja überzeugen. Meine arme Amelie, geht es ihr gut? Der Name des Mädchens, das entführt wurde, ist Camilla. Warum spricht er schon wieder ein Traum in meinem Kopf? Moment, Amelie? Ist das die Amelie von nebenan? Ja, ich glaube schon. Oh, ich wusste nicht, dass der Justizminister nebenan wohnt. Nein, nicht ich. Meine Frau, es ist kompliziert. Ja, ich glaube, dass es schwierig für ihn, ist zuzugeben, dass sie ihn verlassen hat. Die Frau des Ministers hat sie ihn sitzen lassen? Vielleicht haben sie sich auseinandergelebt, wo er doch so beschäftigt ist. Ja, du hast bestimmt recht. Bitte hören Sie auf, in meinem Kopf immer mich zu tratschen. Okay, das hat natürlich nichts gebracht. Dann reden wir mal mit Lynn. Ich denke mal, wir müssen gleich einfach zu der Frau von dem Justizminister reisen und sie irgendwie dazu bringen, den Justizminister anzurufen. Nach dem, was ich gehört habe, sollte Amelie heute Abend zu einer Art Unterricht gehen. Diese schrecklichen Entführer, sie haben ihr aufgelauert. Aber Amelie ist gar nicht gegangen. Sie konnte nicht. Sie hatte Fieber. Also haben die Entführer Camilla stattdessen aus Versehen geschnappt? So sieht es aus. Amelie und Camilla sind etwa gleich alt. Die Entführer müssen sie verwechselt haben. Das ist meine Schuld. Hätte ich Camilla nicht gebeten, mir diesen Gefallen zu tun, wäre das nie passiert. Oh stimmt, du hast sie gebeten, dir die Spieldose zu bringen. Camilla. Ja, willst du ihr vielleicht noch sagen, dass die Spieldose gerade im Park ist? Dann reden wir nochmal mit Jode, was anderes bleibt uns nicht übrig und danach können wir hier nur weg wahrscheinlich. Außer irgendwas passiert noch. So treffen wir uns wieder, Herr Geist. Wie ich höre, ist etwas passiert. Etwas mit einer Entführung. Irgendwelche Entführer sagen, sie hätten die Tochter des Justizministers entführt. Das ist ja schrecklich. Was fordern Sie? Die Durchführung Ihrer Hinrichtung. Heute Nacht. Hahaha. Ich wusste nicht, dass ich so sehr gehasst werde. Aber der Minister muss sich keine Sorgen machen. Ich sterbe und alles ist vorbei. Ganz einfach. Es ist nicht so einfach. Warum nicht? Weil nicht wirklich die Tochter des Ministers entführt wurde, sondern Camilla. Was? Camilla? Ich habe es selbst überprüft. Kein Zweifel. Nein, das kann nicht sein. Und Camilla hat mir übrigens etwas Interessantes erzählt. Sie sagte, dass der Mörder ihrer Mutter vor 5 Jahren Camilla selbst war. Was? Wovon redest du da? Unsinn! Ich habe sie erschossen! Ich habe Alma erschossen! Und wenn ich heute hingerichtet werde, ist alles endlich vorbei. Camilla, nach heute Abend musst du nie mehr leiden. Für einen fähigen Kommissar liegen sie teilweise aber stark daneben. Ihr Tod wird das Leid des Mädchens nicht beenden. Er wird ihr nur neues Leid bringen. Der einzige Mensch, dessen Leid mit der Hinrichtung endet, sind Sie. Ist es wahr, was Camilla gesagt hat? Warum sagen Sie uns nicht, was Sie wissen? Der Mord vor 5 Jahren. Ehrlich gesagt, weiß ich immer noch nicht, was damals passiert ist. Es war der Geburtstag meiner Frau, Alma. Wir kamen von der Arbeit nach Hause und sie ging zuerst hinein.
Ja, die Szene haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Mama, Mama! Was war das? Ich habe mich nach den Schützen umgesehen, aber es war keiner da. Da waren nur Alma und Camilla. Nur die beiden. Also ist die Mutter der kleinen Lady direkt vor ihren Augen gestorben. Oh je, das ist furchtbar. Camilla hat mir davon erzählt. Sie hat geweint. Sie sagte, dass ihre Falle falsch funktionierte. Dass sie eine unmögliche Bewegung machte. Eine unmögliche Bewegung? Das ist interessant. Reden wir nochmal erstmal über die Kräfte der Toten. Seit jenem Tag waren 5 Jahre vergangen. Ich hatte aufgehört, daran zurückzudenken. Ich habe einmal erschossen. So einfach war das. Und ich hatte alle davon überzeugt. Aber heute sind sie aufgetaucht und lieferten mir eine ungeahnte Erklärung. Die Kräfte der Toten, stimmt's? Damals, dort, waren Kräfte am Werk, die ich nicht fassen konnte. Wenn es so war, sind alle Rätsel gelöst. Vielleicht noch nicht alle. Es gibt noch ein paar andere Leute, die von diesen Kräften wissen. Ist da jemand? Können Sie mich hören? Ich kann Ihre Gegenwart spüren. Die Entführer, die Camilla verschleppt haben, wussten von diesen Kräften. Das waren keine normale Entführung. Wie es scheint, wird der Fall meiner Frau doch nicht geschlossen. Ich war der Einzige, der dachte, dass es soweit war. Kommissar Joe, es ist noch Zeit bis zum Sonnenaufgang. Zumindest ein wenig. Warum lösen Sie den Fall nicht, bevor Sie sterben? Camilla war ein stilles Mädchen, aber sehr geschickt mit den Händen. Sie war ein kleines Genie, was das Bauen von Spielzeugen und Fallen anging. Aber 2 Dinge an der Falle waren komisch. Das erste war natürlich der Pistolenschuss. Genau, das war eine antike Pistole, die ich schon seit Jahren an der Wand hatte. Also gehörte sie nicht zur Falle der kleinen Lady. Natürlich nicht. Es sollte eine Überraschung für den Geburtstag ihrer Mutter sein. Und die andere komische Sache war die Bewegung von dem Amor. Amor? Der da aus der Kiste hochgezogen wird, da unten rechts, ne? Genau. Er sollte seinen Pfeil abfeuern, ohne sich dabei zu drehen. Jemand hatte die Falle verändert und manipuliert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hatte damals keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich wusste nur, dass ich Camilla beschützen muss. Ich habe die Szene ein wenig angepasst und mich selbst gestellt. Interessant. Anpassung. Welche Anpassung war das? Die Pistole natürlich. Die Pistole, hm? Dabei fällt mir ein. Die Pistole war weg, genau. Als wir da waren, da hing nur der leere Rahmen. Da war keine Pistole, da war nur ein Bild an der Wand. Natürlich, weil ich die Pistole heimlich mit dem Bilderrahmen vertauscht habe. Ich habe ihr nicht geglaubt, was sie über die Falle gesagt hatte. Aber eines war sicher, die Pistole rauchte noch immer. Also wurde Alma wirklich mit der Pistole erschossen? Ich habe die Pistole versteckt, bevor ich zur Polizei ging. Sie haben sie versteckt? Ich steckte sie in eine Holzkiste und gab sie einer gewissen Kommissarin. Was? Sie meinen? Und diese Kommissarin denkt immer noch, es sei eine Spieldose. Das ist also in der Kiste. Ich gab der Polizei eine andere Tatwaffe, meine Dienstwaffe. Und dann habe ich noch ein paar Schönheitskorrekturen vorgenommen. Als ich fertig war, habe ich mich selbst gestellt. Oh Gott. Und das trägt er seit 5 Jahren mit sich rum. Und die kleine Camilla auch noch. Halleluja. Kommissar Jode, stimmt das, was wir uns erzählt haben? Ja, natürlich. In diesem Fall haben wir noch Zeit. Noch Zeit? Zeit, den Fall zu lösen, der vor 5 Jahren begann. Sie waren es nicht, Kommissar Jode. Und die kleine Camilla natürlich auch nicht. Also ist der wahre Schuldige noch da draußen. Und ich werde es beweisen. Für Camilla. Das klingt wunderbar. Danke, Kommissar Jode. Lynn, wo ist die Spieldose jetzt? Im Temsig Park. Camilla hat sie dort versteckt. Achso, okay, dann hatten wir das ja am Anfang erzählt in der Rückblende, wo einfach nur gesagt wurde, dass wir Lynn von der Entführung erzählt haben. Wunderbar. Die Pistole ist ein wichtiges Beweisstück. Du solltest sie holen.
Ja, Kommissar, ich gehe sofort. Wenn das denn, hier der, wie heißt denn der, den weißen Anzug, der Inspektor zulässt. Campanella, genau. Cecil, kümmere dich gut um Kommissar Joad. Und tu etwas wegen der Entführung, damit sie den Minister auf unsere Seite bekommen. Und wieder sage ich nur, du hast leicht reden. Er lässt sie einfach gehen? Interessant. Was ist los? Spuck es aus, Mr. Todeskandidat. Eine kleine Planänderung. Meine Tochter wurde entführt. Ich kann nicht einfach sterben, ohne etwas zu unternehmen. Aber du bist in Gewahrsam. Vergiss das nicht. Im Gefängnis wartet man auf dich und hält dir einen Stuhl frei, Baby. Dann sollten wir meine Unschuld lieber im Eiltempo beweisen. Im Eiltempo? Du klingst so entschlossen, alter Freund. Ich will Carmilla retten. Auf mehr als nur eine Art. Das ist alles. Ich verstehe, alter Freund. Auf mehr als nur eine Art. Was meinen Sie, Herr Minister? Wie lautet Ihre Entscheidung? Soll die Hinrichtung wie geplant heute Abend stattfinden? Oder sollen wir sie aufschieben und auf diesen wichtigen Beweis warten? Der Befehl ist noch gültig. Bringen Sie den Häftling sofort zurück und vollstrecken das Urteil. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen, um den Justizminister vom Gegenteil zu überzeugen. Wie Sie wünschen, Exzellenz. Bitte, verbeugen Sie sich nicht vor mir. Schon gar nicht so tief. Kann einer Ihrer Jungs vielleicht einen Häftlingstransport bestellen? Wärt ihr wohl so freundlich? Jawohl, Kommissar. Warum hat er einen Stuhl? Woher hat er den Stuhl hin? Den hat er nicht unter seinem Anzug verborgen, oder? Der Bus sollte in etwa 10 Minuten ankommen. Deine Flucht heute war brillant. Zeigst du mit den letzten Minuten deines Lebens noch so ein Wunder, Mr. Häftling? Das werden wir bestimmt schaffen. Es ist schön, Kommissar Joad so voller Elan zu sehen. Aber ich stehe hier gewaltig unter Druck. Selbst wenn Lynn Joads Unschuld beweisen kann, bringt es nichts, wenn Joad ohne oder Carmilla sterben. Ich muss etwas gegen die Entführung tun. Irgendwie. Vielleicht sollte ich den fähigen Kommissar hier um Rat fragen? Ja, machen wir das doch mal. Was anderes bleibt uns eh nicht übrig gerade. Und der Minister wird die Hinrichtung wahrscheinlich nicht aufhalten. Nicht solange die kleine Chance besteht, dass seine Tochter entführt wurde. Aber sie ist es nicht, ich weiß es. Es wäre toll, wenn wir das dem Minister beweisen könnten. Beweisen wie? Ich fürchte, seine Frau geht nie ans Telefon, wenn wir von hier anrufen. Wenn wir von hier anrufen. Ein Telefon funktioniert immer in zwei Richtungen. Was meinen Sie? Oh, bist du begriffsstutzig, Cecil. Ich meine, dass nur Familienmitglieder Familienprobleme lösen können. Hey Geist. Ja? Ich muss zugeben, dass ich nicht gerne von anderen abhängig bin. Aber Sie sind der Einzige, der die Lage ändern kann. Herr Kommissar, in den letzten 5 Jahren war Carmilla das Einzige, was mich am Leben hielt. Ich kann mich nicht einfach so auf den Stuhl setzen. Ich bitte Sie nicht gerne darum, aber würden Sie mich retten? Ich versuche es. Das Einzige, was den Justizminister dazu bringt, die Hinrichtung aufzuhalten, sind seine Frau und seine Tochter. Aber wie stelle ich das an? Naja, du gehst durchs Telefon, wir haben ihre Nummer. Wir waren da ja schon mal. Nein, mit dem will ich nicht nochmal labern. So, wir sind ja in der Gegenwart, das heißt, wir können ohne Probleme in die rote Wohnung der Lady gehen. Das war das doch. Genau, da rechts auf dem Bett liegt nämlich die kranke Amelie. So. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich woanders hingehe, ob ich da überhaupt irgendwas machen kann. Das habe ich nie versucht. Aber das werde ich auch nicht versuchen, das kostet einfach zu viel Zeit. Wie ich es mir dachte. Genau, da liegt sie. Dieses kleine Mädchen liegt sicher in ihrem Bettchen. Und links hört man immer noch die seltsame rote Dame. Hust, hust. Stimme. Ich hasse es, mir neue Stimme auszudenken. Ich kann das überhaupt nicht. Mord, Hinrichtung, Ausbruch, Verrat und jetzt Entführung. Das letzte Glied in der langen Kette hat Joads Herz entflammt. Und die Chance, alles zu ändern, ist hier in diesem Zimmer. Ich habe eine komische Vorahnung.
alles, was bisher heute Nacht geschehen ist, hat irgendetwas mit mir zu tun. Und ich wette so auch diese fehlerbehaftete Entführung. Was? Wieso ist das Kapitel schon vorbei? Wir haben doch überhaupt nichts gemacht. Wir haben nur geredet. Aber, na gut, dann war es halt jetzt eine sehr, sehr kurze Folge. Diesmal habe ich nämlich auf die Uhr geguckt. Das dürften so 20 Minuten gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vor allem, dass so langsam die Story in Fahrt kommt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!